Die Zahl des Tages: 525 Euro mehr Rente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. 525 Euro mehr Rente bekommt ein österreichischer Arbeiter oder Angestellter, der in der sogenannten Pensionsversicherung der Arbeiter oder Angestellten versichert ist. Mehr als ein deutscher Rentner im Schnitt. Und zwar erhält der österreichische Rentenbezieher für eine Altersrente im Durchschnitt 1490 Euro und der deutsche Rentner erhält mit Stand 2018 865 Euro Rente. Macht also einen Unterschied von 525 Euro im Schnitt aus. In Österreich heißt die Rente nicht Rente, sondern Pension. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Österreicher in ihren Gesetzen immer von einer gesetzlichen Pension und Pensionsversicherung sprechen. Das hat also nichts mit Beamten zu tun, meine Damen und Herren. 2017 betrug die Durchschnittspension in Österreich noch 1417 Euro bezogen auf die in der Pensionsversicherung versicherten Arbeiter und Angestellten. Zum 1. Januar 2019 wurde die Pension um ca. 2,6% angehoben. Das verläuft aber nicht für alle Pensionshöhen. Je höher die Pension ab einem bestimmten Korridor ist, wird sie dann linear leicht abgestuft, die Erhöhung. Und bei einer Pension über 3.402,01 Euro gibt es dann nur noch einen monatlichen Festbetrag von 60 Euro mehr ab dem 1. Januar 2019. Interessant an den Zahlen, die ich im Übrigen mir nicht ausgedacht habe, sondern ich habe mal in die statistischen Auswertungen der Pensionsversicherungsanstalt aus Wien reingeguckt und zwar mit dem Stand 1.3.2019. Werden wir auch im Internet mal ablegen auf rentenbescheid24.de. Und da habe ich also Interessantes herausgefunden zum Thema Durchschnittspension bei einer Invalidität oder Berufsunfähigkeitspension. Und zwar bekam da mit Stand 31.12.2018 im Durchschnitt Mann und Frau zusammen 1.152,96 Euro an Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension. Alleine, wenn man nur auf den Mann abstellt in Österreich, bekommt er bezogen auf eine Altersrente eine Alterspension von 1.989 Euro. Bei einer vorzeitigen Alterspension, also es gibt verschiedene Altersrenten oder Pensionsarten, bekommt ein Mann 2.346 Euro in Österreich und eine Frau 1.553 Euro Rente, Pension. Und jetzt kommt das Entscheidende, auch ein großer Unterschied zu Deutschland. In Österreich gibt es insgesamt 14 Pensionszahlungen im Jahr. Das heißt also, wenn ein Mann 2.346 Euro vorzeitige Alterspension hat, das mal 14, bekommt er ein gutes Altersruhegehalt. In Deutschland beträgt die Erwerbsminderungsrente im Auszahlbetrag im Schnitt 795,39 Euro. Und zwar Stand 1.7.2018. Woher habe ich das? Auch wieder ganz einfach. Es gibt extrem viele Veröffentlichungen, unter anderem auch die sogenannten Rentenbestände in der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. Juli 2018. Kann man auch im Internet finden. Das wird vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales veröffentlicht. Die Unterschiede der Rentenzahlbeträge zwischen Österreich und Deutschland lassen sich kurz so erklären. Aber es ist wirklich nur eine kurze Erklärung. Österreich hat ein umfassendes Rentenversicherungssystem. Es hat wesentlich mehr Beitragszahler bezogen auf die Gesamtbevölkerung als wir in Deutschland. In Österreich gibt es einen Beitragssatz zur Pensionsversicherung von 22,8%. Der ist also viel höher als in Deutschland. In Österreich haben wir es mit einer völlig anderen Rentenberechnung zu tun. Und natürlich im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung in Österreich gibt es dort weniger Rentenempfänger als hier zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland haben wir es mit mehr Rentenempfängern zu tun und Versicherten. Der Beitragssatz in Deutschland zur Rente ist mit 18,6% wesentlich niedriger.
Und wir haben auch wiederum eine völlig andere Art der Rentenberechnung in Deutschland. Die Unterschiede zwischen der österreichischen und der deutschen Rente im Detail werden wir später noch mit anderen Videos auf YouTube für Sie erklären und bereitstellen. Näheres zur Zahl des Tages und zu den Unterschieden zwischen der deutschen und österreichischen Rente können Sie auf www.rentenbescheid24.de nachlesen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.